egal. Was denn nun noch, Mr. Sager? Wissen Sie, ich habe Sie nie gefragt, warum Sie... Warum? Weil niemand sonst... Jede Nacht öffnen Sie Ihre Tore, schenken illegal Alkohol aus und bieten leichte Mädchen an, stellen Ihre Sittenlosigkeit zur Schau. Und die Gesetzeshüter... Ich habe also getan, was jede rechtschaffende, willensstarke Frau tun würde. Und etwas unternommen. Und es war wirklich prachtvoll. Die Brände waren so schön. Der Alkohol hat so schöne blaue Flammen geschlagen, als alles abgebrannt ist. Wo war ich? Sie haben erklärt, warum Sie diese Bars niedergebrannt haben. Ja. Hat Ihnen meine Antwort gefallen? Sie war sehr aufschlussreich. Auflegen. Was? Gespräch beendet. Mann, Edna war schon immer verrückt. Ich hoffe, dieses Geständnis genügt, Parker. Der läuft immer noch wie ein Affe. Möchten Sie telefonieren? Ja, ich würde gern mit... Leider akzeptieren. Muss ich von draußen auf die Pflanze klicken, anstatt auf die Telefonzelle, oder was? Oh Mann, ey. Wissen Sie, ich... Hey, Danny. Entschuldigung, Genosse. Wir versuchen gerade, die Ex-Probe solchen wie dir zu schützen. Es dauert nur eine Minute. Unsere Aufzeichnungspflanze. Es ist aber keine gute Idee, Polizeieigentum zu stehlen. Hey! Wissen Sie, ich habe Sie nie gefragt, warum Sie all diese Bars niedergebrannt haben. Warum? Weil niemand sonst etwas gegen Sie unternommen hat. Detective Parker! Sicherlich glauben Sie dieser schlecht gemachten Fälschung einer Aufnahme nicht. Ich bin mir nicht so sicher, was ich glauben soll, Ma'am. Aber wegen dieser schlecht gemachten Fälschung muss ich Sie leider bitten, mit aufs Revier zu kommen, um einige Fragen zu Ihrem Aufenthaltsort in den Nächten der Brandstiftung zu beantworten. Oh, sehr gut. Ich... Himmel, was ist das? Tja, ich sollte wirklich mal aufhören, immer darauf reinzufallen. Hey! Heißt das etwa, wir können Emmett Stand wieder freigeben? Das interpretieren wir mal als ja. Irgendjemand muss mir mit Doc helfen. Hey, Doc. Doktor, unternehmen Sie eine Ihre Tauchkugel. Nicht ohne Eintrittskarte. Keep it up. Das müsste ja eigentlich rankommen, weil der Polizist mich noch aufgehalten hat. Ich muss diese Tauchkugel an... Das geht nicht. Ach, der gibt's auch noch. Wenn ich jetzt so reingehe, geht auch nicht. Sie müssen meine Eintrittskarte annehmen und mich in die Tauchkugel lassen. Das ist die Regel. Reichen Sie Beschwerde ein, wenn Sie ein Problem haben. Expo-Angebot! Zwei Algenkuchen! Hey, Artie. Das da in dem Kugel ge... Das sind ja schwere Anschuldigungen. Ich muss mich darum kümmern. Gleich nach der Show. Mit dieser Eintrittskarte komme ich in jede Ausstellung auf dieser Ebene, oder? Sicher, das ist eine P-Eintrittskarte. Aber der Typ am Aquarium nimmt das nicht an. Da muss es sich um einen Fehler handeln. Komm, lass uns das klären. Professor Dutton, dieser junge Mann hier behauptet, Sie haben seine Eintrittskarte nicht angenommen. Ganz und gar nicht. Ich nehme seine Eintrittskarte gerne an. Bitte, auf die Leiter. Ich hebe die Tauchkugel. Es passiert aber bestimmt irgendwas. Mon Dieu! Was ist denn da los? Die Zahnräder, sie müssen sich verklemmt haben. Es tut mir leid, aber ich kann die Tauchkugel momentan nicht heben. Schade aber auch. Ja, ist so gleich, glaube ich. Ich kümmere mich um das Problem. Wenn Sie vielleicht später wiederkommen.
ganz ruhig bleiben. Die Tauchkugel ist wegen Reparaturarbeiten. Zurück, du knickst den Schlauch ab. Und was macht das, wenn sich niemand in der Tauchkugel befindet? Das ist sehr unschön. Oh, Entschuldigung. Hallo, ich, Techne, die Muse des Fortschritts, gewähre Ihnen die Ehre meiner Anwesenheit. Was könnte es Schöneres geben als diese Expo der Wissenschaft und Technik, die Hill Valley der Welt als Geschenk darbietet, nicht wahr? Sollten Sie es noch nicht getan haben, so empfehle ich Ihnen, einen Blick auf die Ausstellung Möbel der Zukunft hier in der Haupthalle zu werfen. Eintrittskarten gibt es bei mir, Techne, am Informationsstand. Es ist ein alter, sämännischer Aberglaube. Wird ein Schlauch abgeknickt, droht Unglück. Natürlich, wenn sich jemand in der Tauchkugel aufhält. Aber Sie sagten doch, dass sich niemand darin befindet. So ist es auch. Wenn er sich, also ein anderes Ich, sich da drin befindet. Mach endlich den Knick aus dem Schlauch! Er hört auf zu existieren. Man könnte denken, dass Sie keine Luft mehr bekommen und nicht der Typ in der Tauchkugel. Ich weiß nicht, von wem du sprichst. Offenbar besteht eine Verbindung zwischen ihnen beiden. Irgendwie. Nimm den Fuß vom Schlauch. Heben Sie die Tauchkugel, Doc. Das werde ich nicht tun. Dann tue ich auch nicht. Die Zahnräder, sie laufen wieder. Welch ein Wunder. Da, sehen Sie? Es war also nur ein technisches Problem. Und der ist so leicht, glaube ich. Hol wir dich da raus. Emmett Brown, dann ist es wahr. Hey, du da. Hey, er hat gerade seine Brieftasche geklaut. Ich glaube, er hat seine Brieftasche geklaut. Oh, erinnere mich, kein Ozeanograf zu werden. Ich glaube, ich habe leichte Platzangst. Ich hätte da nie reingehen dürfen. Ja, wir haben alle unsere Probleme. Und jetzt zurück zu deinem Stand. Das Komische ist, ich erinnere mich gar nicht, da reingegangen zu sein. Das Letzte, woran ich mich erinnere, ist, dass ich im Glashaus mit Carl Sagan gesprochen habe. Wusstest du, dass er ein echter Wissenschaftler ist? Hab ich gehört. Was hat er denn gesagt? Er hatte so einen kurzfristigen Geschäftsplan. Alles so schnell, schnell. Ich habe die Einzelheiten nicht verstanden. Es hätte bedeutet, die Expo vor Schluss zu verlassen. Also habe ich gesagt, sag mal, wo ist er hin? Weißt du das? Carl Sagan? Er musste gehen. Eines seiner Experimente ist in die Luft geflogen. Ah, das kenne ich zu gut. Verehrte Gäste, ich heiße Sie herzlich willkommen. Ich bin Techne, die Muse des Fortschritts. Endlich. Und habe die ehrenvolle Aufgabe, Ihnen einen der brillantesten Denker überhaupt vorzustellen, der sich redlich um ein besseres Morgen bemüht. Ich glaube, das bin ich. Ich bin als Nächster dran. Aber bist du auch bereit? Ich habe keine Wahl. Hast du den statischen Akkumulator mitgebracht? Oh, richtig. Hier ist er. Super. Komm mit. Rauf da. Hat er hart gearbeitet, sich Apparate ausgedacht und sie in seiner Garage. Und wer weiß? Einer der Apparate dieses Jungen könnte funktionieren und das Leben aller in dieser Stadt verändern. Könnte es das sein, was er uns heute mitgebracht hat? Es wäre nicht das erste Mal, dass die Welt von einem Kind verändert ist. So müsste es gehen. Sind die Stehlager jetzt alle in hochgestellter Lage? Stehlager. In hochgestellter Lage. Fertig. Dann sind alle Systeme betriebsbereit. Wünsch mir Glück. Das muss ich nicht. Euer Ehren, ich verlange, dass die wissenschaftliche Demonstration von Emmett Lethrop Brown abgebrochen wird, da er geisteskrank ist. Es ist eine klare Missachtung mir, seinem Vater gegenüber. Wo ist er? Übergeben Sie ihn mir unverzüglich.
Emmett, bist du da oben? Du, denk nur nicht, du kannst ihn beschützen. Also, Mr. Herr Richter, Sie veranstalten hier eine ganz schöne Szene. Falsch! Ich hindere meinen Sohn daran, hier eine Szene zu veranstalten. Verärger ihn nicht. Also, wenn du nichts sagst... Also ist er da bei dir. Danke auch. Ich befehle dir sofort, da runterzukommen. Befehle. Ich will mit meinem... Emmett ist nicht bereit. Ach, Mann. Davon gehe ich... Sie können ihm das nicht ausreden. Seine Entscheidung steht. So, wenn Reden nicht hilft, dann gibt es eben Prügel. Wenn Sie erlauben, das Problem ist, dass Sie zu bestimmt sind. Sie schüchtern ihn ein. Ich schüchtere ihn nicht genug ein. Das ist das Problem. Können Sie beide das nicht später klären? Du meinst, nachdem er seine lächerliche Erfindung vorgeführt hat? Ja. Nein! Nicht weg. Ich gehe. Du wagst es. Ein Emmett. Ich spreche nicht mit ihm. Es hat keinen Zweck. Vielleicht gibt er dir eine Chance, alles zu erklären. Immerhin ist er Richter. Ja, ein Richter, der sein Urteil schon gefällt hat. Er wird mir nicht zuhören. Das hat er noch nie. Bin gleich wieder da. Emmett. Setz dich mit ihm... Das haben Sie zu Custer auch gesagt. Hm. Also, was ist dein Plan? Ich bleibe einfach hier. Nach ein paar Jahrhunderten setzt sowieso der Versteinerungsprozess ein. Und das war's dann. Okay, klingt nach einem Plan. Bin gleich wieder... Ich zähle bis... Chaos bei Scheidung der Browns. Ehefrau schießt auf Noch-Ehemann den berühmten Industriellen Emmett Brown. Ich weiß nicht, was... Das hätte ich auch nicht gedacht, aber... Also... Er sagt, es sei zwecklos, mit Ihnen zu sprechen. Sie hören nie zu. Das zeigt nur, wie voreingenommen er ist. Natürlich höre ich zu. Wenn er seine Verrücktheit erklären kann, dann kann ich auch nachsichtig sein. Nicht weggehen. Vier! Emmett. Ich spreche nicht mit ihm. Du hast ihn gehört. Er hat gesagt, er hört dich an. Versuch es wenigstens. Checker! Vater? Sohn? Du hast mich nie auch nur ansatzweise verstanden. Du willst nur auf mir rumtrampeln und meine natürlichen Instinkte unterdrücken. Du weißt nicht, wie es ist, Junge zu sein. Du weißt nicht, wie es ist, Junge zu sein. Du weißt nicht, wie es ist, Junge zu sein. Die so groß und mächtig sind. Das ist ziemlich anstrengend, dass selbe Synchron sprechen. Und du deine ganze Kraft brauchst, um jetzt deine lächerlichen Wünsche zu erfüllen. Du schiebst es auf deine Jugend in Amerika. Wenn ich in deinem Alter so gewesen wäre, hätte mein Vater mir eine ordentliche Abreibung verpasst. Und das wäre alles für mich, um dort zu leben, wo es nicht so viele Regeln gibt. Und wir haben geredet. Bist du nun glücklich? Emmett? Spielst du wieder den Frieden? Tief in seinem Innern macht er... Keine körperliche Verletzung könnte so schlimm sein, wie der psychische Schaden, den ich erleide. Okay, er hat eine starke Persönlichkeit. Starke Persönlichkeit, ei, als Vater. Das Wichtige dabei ist, Väter können sich ändern. Sagst du? Ich weiß nicht. Ich glaube, ihr beide steht kurz vor dem Durchbruch. Bitte, Sie dürfen Emmett nicht im Weg stehen. Dazu müsste man mir ein überzeugendes oder einfach nur ein schlüssiges Argument liefern. Hören Sie, Euer Ehren, Sie sehen es vielleicht nicht ein, aber von Emmets Demonstration hängt viel ab.
ein weiterer Grund, warum ich sie verhindern muss. Sieh mir in die Augen, junger Mann. Ich gehe davon aus, dass du meinen Sohn mittlerweile ganz gut kennst. Denkst du wirklich, sein Ausstellungsstück wird ein Erfolg? Sicher. Sicher wird es das. Du weißt genauso gut wie ich, wie das endet. In einem Desaster. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber auch wenn es so ist. Ich meine, gestehen Sie Emmett nicht zu, ein paar Fehler machen zu dürfen? Emmett hat sein Fehlerkontingent für dieses Leben überschritten. Als sein Vater muss ich weitere Fehler verhindern. Das ist hart. Sehen Sie, Euer Ehren, diese Demonstration ist Emmett einfach unglaublich wichtig. Kindisches Gehabe. In 2 Wochen hat er das alles vergessen. Davor habe ich auch Angst. Emmett ist nur... dickköpfig, stur, unnachgiebig, unbelehrbar und versessen. Okay, genau wie Sie. Aber aus einem anderen Blickwinkel betrachtet sind diese Eigenschaften irgendwie positiv. Das ist dein Blickwinkel, junger Mann. Aber ich bin mir da nicht so sicher, ob es der richtige ist. Täusch dich da nicht. Das sind Eigenschaften, die Ärger bedeuten. Wie hat er von... Emmett versucht nur, sich einen eigenen Namen zu machen. Vielleicht waren die Dinge in ihrer Jugend anders, aber heute muss man Risiken eingehen. Was weißt du über Risiken? Versuch mal, in ein fremdes Land zu ziehen, dessen Sprache du nicht sprichst und mit nur $2 in der Tasche. Sie? Darauf kannst du wetten, denn ich habe es ja auch geschafft. Und wie stand Ihr Vater damals dazu? Papa? Er hat gekocht vor Wut. Er meinte, ich wäre ungehorsam und, Ah. Also war Ihr Vater nicht damit einverstanden, dass Sie nach Amerika gingen? Tja, Papa hat die junge Generation nie wirklich verstanden. Zum Ende hin war er auf einem guten Weg, aber da war es schon zu spät, Sag ihm, ich höre ihn an. Ich will ihn anhören, wenn er reden möchte. Emmett? Er sagt, deine Dickköpfigkeit hast du von deiner Mutter. Jetzt reicht's aber. Ihm reicht es nicht, mich zu beleidigen. Er muss auch noch meine Mutter durch den Dreck ziehen. Mutter ist ganz anders als ich. Sie ist sanft und freundlich und endlos geduldig. Wenn, dann bin ich eher wie... Ach, vergiss es! Du wolltest sagen, du bist wie... Vergiss es! Kann es sein, dass du und dein Dad... Nein, Themawechsel! Emmett, sei kein Frosch! Okay, du hast deinen Stolz. Versteh ich. Und er genauso, aber warum willst du nicht versuchen, mit ihm Frieden zu schließen? Er ist deine Familie und die Familie ist wichtig. Manchmal ist sie, naja, wichtiger als... Darf ich heraufkommen? Also, du denkst, meine neue Erfindung endet in einem Desaster? Ja. Ja, das glaube ich. Und ich bin hier, um zu verkünden, dass ich, wenn es für meinen Sohn in einem Desaster endet, da bin, um ihn zu unterstützen. Papa! Ach. Du wirst deine Einstellung ändern, wenn du dieses Baby erst einmal in Betrieb siehst. Schau her, das Kraftfeld, das vom statischen Akkumulator erzeugt wird. Marty, gib Trixie das Zeichen. Wir sind bereit. Oh gut, meine Damen und Herren, danke, dass Sie während dieser unumgänglichen Verzögerung so geduldig gewartet haben. Und nun ist die Hill Valley Expo sehr stolz, das geht Ihnen bestimmt Mr. Total schief. Emmett Brown und seinen elektrokinetischen Levitator. Lang genug, weil der Akku zu viel ist. Das geht halt stürzt zusammen. Es muss abstürzen. Irgendwas muss noch passieren, damit es lustig wird. Ja, da war es. Klatsch.
Oh, das war super. Hey, hey, halt, hierher zurück! Ja, alles in Ordnung? Ich dachte, ich könnte sie ändern. Es hätte alles anders werden können. Vergessen Sie es. Los, wir müssen einen Weg finden, sie aufzuhalten, nein, bevor... Komm nicht näher! Doch! Geh weg! Aber... Weg! Warte! Das ist irgendwas in der Zeitachse schon wieder passiert. Oh mein Gott! Doc! Sagen Sie was! Chromium, Lithium, Gallium, Ridium, Titanium, Ruthenium. Ich hole Hilfe. Zeitung. Sie meinen... Oh. Wir bringen Sie ins Krankenhaus, Doc. Sie werden bald wieder gesund. Ich glaube, ich werde bald gesund sein, Marty. Nein, Doc, bitte, tun Sie das nicht. Der muss verschwinden. Gehen Sie nicht. Eigentlich ist jetzt alles richtig. Jetzt muss der andere Doc kommen, Doc, aus der anderen Zeitschiene und ihn abholen. Kommen Sie zurück. Doc? Da hat er seine Haare her. Marty, warst du die ganze Zeit da draußen? Emmett, ist das vorbei? Oh ja, es ist vorbei. Du hast eine sehr wilde Party verpasst. Ich fürchte, ich bin für die nächsten 50 Jahre von der Expo ausgeschlossen. Wenn ich du wäre, würde ich auch nicht nochmal hingehen, bis nicht alle Scherben weggefegt wurden. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Natürlich ruiniert der Ionenwind eines Elektromagneten dieser Größe einen lediglich mechanischen Steuerungsmechanismus. Wir brauchen ein weitaus fortschrittlicheres Kontrollsystem. Ich frage mich, ob wir einen Weg finden können, das körpereigene Gravitationsfeld in elektrokinetische Energie umzuwandeln. Dadurch könnte jemand in der Lage sein, den Ionenstrom einfach durch Gewichtsverlagerung zu steuern. Grundgütiger! Das ist es! Dann bist du nicht entmutigt? Entmutigt? Wodurch? Du meinst, was da drin geschah? Das war eine lehrreiche Erfahrung. Das sehe ich so. Diese kleinen Fehler bringen uns voran auf dem Pfad des Wissens. Los! Wir dürfen keine Zeit verlieren. Zurück zum Labor und... Entschuldigung, stimmt etwas nicht? Das ist eine lange Geschichte. Ich habe quasi gerade jemanden verloren. Oh, wie traurig. Jemand, den ich kenne? Es war Carl Sagan. Was? Der Bursche, der versucht hat, mich anzuheuern? Wart ihr befreundet? Merkwürdig. Aber wie... Mach dir deshalb keine Sorgen. Es hat nichts mit dir zu tun. Was? Marty, du bist ein großes Mysterium für mich. Woher du kommst, was du hier machst. Aber eins weiß ich jetzt. Was auch immer es ist, es hat etwas mit mir zu tun. Bitte, Emmett, frag nicht weiter. Was ist das? Los, sag es mir. Ich verlange eine Erklärung. Du würdest es nicht verstehen. Ach ja? Versuch es. Was ist das? Eine Erklärung. Aber du musst mir eins versprechen. Sieh erst nach, wenn du den Schlüssel zur Stadt hast. Ja? Emmett! Versprich es mir. Emmett, wo bist du, mein Sohn? Ich bin gleich da, Dad. Schlüssel zur Stadt?
Das verstehe ich nicht. Das kannst du auch nicht. Noch lange nicht. Es würde irreparablen Schaden irgendwo anrichten. Versprich es mir einfach. Okay, ich verspreche es. Warte, ich werde dich noch wiedersehen, oder? Das garantiere ich. Emmett! Holt mich jetzt der Doc ab oder Edna? Na. Es hat funktioniert. Oder? Der Dog. Der echte Dog. Also warst du derselbe, Marty. Witzig, wie einem das Gedächtnis Streiche spielen kann. Aber irgendwie hatte ich dich viel größer in Erinnerung. Wie war die Zeremonie? Lang. Du hast eine sehr theatralische Art, Nachrichten zu senden. Das habe ich nur getan, um ihre Zeitachse nicht zu verändern. Sehr clever, aber was machst du im Jahr 1931? Das hat eine lange Geschichte. Ich bin gekommen, um ihre Heirat mit Edna zu verhindern. Edna Strickland? Ich würde sie niemals heiraten. Also sie war meine erste Liebe, aber nachdem sie mir mein Herz gebrochen hatte und meine Karriere sabotieren wollte, habe ich sie nie wieder gesehen. Kein Problem, es ist besser, wenn ich es nicht weiß. Lass uns einfach zurück ins Jahr 1986. Außer wenn deine Anwesenheit weitere Zeitanomalien... Ich? Niemals, nein. Nun, ich bin immer noch etwas verwirrt wegen... Wo ist er? Wo ist dieser Nichtsnutz von einem Sohn? Er hatte... Hast du meinen Artie gesehen? Artie McFly? Genau den. Ich habe einen Anruf von Melvin aus dem Stadtarchiv erhalten. Er meint, dass der Idiot sich mit einem kanadischen Flitsch... Zusammengetan? Geheiratet. Trixie... Ich schwöre, der Junge bringt seinen Vater noch frühzeitig ins Grab. Er hat Trixie geheiratet. Also so hat sie ihren Job zurückbekommen. Er hat die falsche Großmutter geheiratet. Also, Trixie ist nicht meine Großmutter. Und wenn sie nicht meine Großmutter ist, dann bin ich nicht ich. Moment, das war Urgroßvater Willy. Ich habe ihn als Baby gesehen. Er hat mich angepinkelt. Heiliger Strohsack Doc, ich werde wieder verschwinden. Beruhige dich, Marty. Du siehst ziemlich stabil aus. Was auch immer das Problem sein sollte, ich bin mir sicher, dass du es mit Hilfe... Das Auto! Na toll. Wie zum Teufel ist die hierher zurückgekommen? Sie? Du. Du bist nicht Edna. Was geht hier vor? Ist das eine Intrige, um mich ins Irrenhaus zu schaffen? Es ist ganz einfach, Danny. Oh, da bin ich mir sicher. Sag mal, habe ich oder habe ich nicht gerade Edna Strickland in diesem Auto verjagt? Nicht genau dieses Auto, aber ein Auto wie dieses. Ein Auto mit der verrückten Angewohnheit, sich in Luft aufzulösen? Nun... Warte. Edna Strickland ist gerade mit dem DeLorean verschwunden. Wenn das Ding so heißt, es machte viel Lärm und dann, bumm, verschwunden. Großer Gott! Sie ist durch die Zeit gereist. Marty, hast du vielleicht eine Ahnung, zu welchem Datum sie gesprungen sein könnte? Nicht die leiseste, Doc. Die Zeitleitungen des DeLorean sind völlig aus dem Gleichgewicht. Sie kann zu jedem Datum gesprungen sein. Oh, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Hoffen wir einfach, dass sie in die Zukunft gesprungen ist. In die ferne Zukunft. Sollte sie in die Vergangenheit Du denkst, sie könnte die Zeit gerade durcheinander bringen? Moment mal, das ist Edna. Natürlich würde sie die Zeit gerade durcheinander bringen. Kann mir vielleicht jemand sagen, was zum Teufel hier... Fortsetzung folgt, oder was? Oh.